Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Wir befinden uns hier in Marlis und müssen die Speer finden, das Dorf ausspionieren und auskundschaften für die Söhne des Xerxes. Wir müssen mal schauen, wo die sind. Dann holen wir uns mal den ersten. Da oben ist der zweite. Vielleicht sehen sie uns ja nicht. Wir können die jetzt erledigen. Der erste wäre das gewesen. Das Vieh. Nein! Ich lade zu spät. Ich will mich zu spät heilen. Ich habe gar nicht registriert, dass das Teil auf mir ist. Ich entschuldige mich für diesen unnötigen Tod. Der wäre erledigt. Holen wir uns den zweiten. Und jetzt den anderen Kerl nur noch erledigen. Und jetzt können wir nicht mehr desynchronisiert werden. Oh, die sind schon in Kampf geraten. Hallo, Cassandra, spring mal vom Berg runter. Beziehungsweise, er ist schon tot. Dann bestätigen wir mal seinen Tod. Danke, Athena. Ihr habt mir einen großen Dienst geleistet. So muss ich nur zwei Morde vollbringen und kann den Preis von dreien verlangen. Und er ist erledigt. Den Tod noch bestätigen. Und dann gehen wir wieder zurück zur Periktione. Komm, Phobos. Hoffentlich sind sie jetzt schon eingenommen worden in der Zeit.
Und hoffentlich haben wir die richtige Entscheidung getroffen. Das mit den Waffen müsste eigentlich schon die richtige Entscheidung sein, weil wie gesagt, wie sollen sie sich mit Rüstungen verteidigen? Ja, Entschuldigung, Phobos, dass du wieder alle Knochen dir gebrochen hast. Jetzt durch den See. Ah, der wäre sogar zu tief gewesen für Phobos. Ich habe sie alle erledigt. Jetzt kann ich besser schlafen. Ja. Ich sorge mich immer noch wegen ihrer kämpferischen Überzahl. Doch vielen Dank. Das war entscheidend. Och. Wie weit sind wir? Wir werden angegriffen. Tia und ihre Krieger halten sie auf, aber wir brauchen Verstärkung. Wir sind so gut, weit, wie wir sein können. Los. Ich bleibe bei denen, die nicht kämpfen. Ja, natürlich. Hier entlang. Wir stecken an den Felsen fest. Natürlich kämpft sie nicht. Wo lang? Achso, da hoch. Und ihre Schwester leitet das Ganze wieder. Wir sind halt hier die best ausgebildete Verteidigerin. Oh, sie hat einen Bogen. Oh, sie stirbt gleich. Sie haben sie erledigt, Mist. Dafür haben wir sie erledigt. Komm, die können wir aber retten. Komm, noch den Bullen hier. Indem ich euch alle erledigt habe. Na, es gab Verluste. Wir haben es geschafft. Doch zu welchem Preis? Tia, so ist der Krieg. Wir haben sie getötet. Aber wie? Ich erinnere mich nur daran, über die Erschöpfung hinaus die Waffe geschwungen zu haben. Gut, dass du diese Späher getötet hast. Gut, dass es vorbei ist. Auch wenn ich nicht in der Gunst der Götter stehe. So schnell bin ich nicht zu töten. Gehen wir zurück nach Melaya. Gut, das machen wir. War aber leider nur eine kurze Schlacht. Oder hoffentlich ist es jetzt auch vorbei, nicht, dass jetzt das nur so ein Ablenkungsmanöver war und ja, in Wirklichkeit noch die Stadt angegriffen wird. Drüben. Harry! Tia, ich bin hier. Alles ist gut. Es ist vorbei. Wir haben sie zurückgeschlagen. Jetzt müssen wir nur noch die Leichen verbrennen. Du hast meine Schwester und mein Dorf beschützt. Dafür werde ich dir ewig dankbar. Bitte sehr. Wir haben einander beschützt. Wie sollen wir dir das je vergelten? Vielen Dank, Söldnerin. Hier, die versprochenen Drachen. Du bist in Lilaya immer willkommen. Mein Großvater ist nicht weit von hier gestorben. Er hat diesen Ort vor den Persern verteidigt.
Cassandra, sprich bitte vor deiner Abreise mit mir. Du findest mich beim Wasserfall. Und jetzt können wir mit dem Wiederaufbau beginnen. Habe ich gern gemacht. Ja, und wie viel haben wir bekommen? Dann gehen wir mal zu ihr runter, aber wir haben doch... Oder die hat doch gesagt, die gibt uns Drachungen. Warum die eigentlich hier immer drin steht? Hier wieder so friedlich ist. Und dank dir wird es auch eine Weile so bleiben. Ich kann keinen Frieden versprechen. Aber wir verdanken dir die Mittel, ihn zu bewahren. Es war schön, dich kennenzulernen. Ich danke den Göttern, dass sie dich hierher geleitet haben. Was wirst du jetzt tun? Ach, jemand muss bleiben und für die Sicherheit von Elia sorgen. Ich werde die Kinder im Kampf ausbilden. Noch einmal werden wir nicht überrascht. Gut zu hören. Ich habe keine bessere Feldherrin. Chere, Cassandra aus Sparta. Mögest du lange leben. 890 Drachmen und ein Geschenk von ihr. Ja, jetzt ist die Frage, was können wir als nächstes machen? Wir können ja mal schauen hier in die Orte, wo wir irgendwelche Quests noch haben. Oder das ist natürlich die andere Art und Weise, wir könnten an solchen Eroberungsschlachten teilnehmen. Wir machen mal eine Schnellreise dorthin und beginnen mal mit solchen Eroberungsschlachten. Weil die geben uns ja auch Erfahrungspunkte und auch noch Ausrüstungsgegenstände. Dann mal ab zu der Schlacht für Sparta. Ja, dann nehmen wir mal den Athenerort ein. Hat er eh keine Auswirkungen so in der Story. Auch wir haben zwar auch nicht so viele gerade gemacht, aber außer dass es mal halt hieß, in Athen dann, dass es lang gebraucht hat, die Spuren zu verwischen, was wir in der Region ganz am Anfang gemacht haben. Sonst ja, kam da eigentlich nie eine Konsequenz raus. Hallo? Dann töten wir den erstmal schnell den Wolf. Gut, den Wolf getötet. Gut, jetzt können wir mit dir reden. Du bist dir des Ausgangs der Nach vielen Geplänkeln haben wir dir gehört mein Schwert. Gut, wir brauchen jedes. Gut, und wir beginnen mit der Schlacht. Gut, wir gehen zum ersten Heerführer und erledigen ihn kurz mal. Wo ist der nächste?
Hier reicht es schon, einen zu töten mit einer dieser Spezialangriffe. Da müssen wir sie immer neu aufladen. Der dürfte mehr aushalten. Dann erledigen wir ihn halt so. Was passiert jetzt? Oh, ein Söldner. Ah, den bekommen wir auch klein. So war wir eine Nachfahrin von Leonidas sind. Ja gut, wieder ihn getroffen. Huh, gerade noch so. Und wir haben ihn. Wir rennen zum nächsten Hauptmann. Und den bekommen wir auch so wieder klein. Komm, den bekommen wir so. Ja, jetzt müssen wir noch zwei oder drei Hauptmänner töten. Mit dem hier fangen wir an. Wo kommt der nächste Hauptmann? Da hinten. Er ist so ein härterer Brocken. Dann haben wir ihn ein bisschen angeschwächt davor. Und jetzt müsste noch einer fehlen. Oder? Ne, wir haben gewonnen. Sieg. Ja, es gibt sehr viel Erfahrung. Ich glaube, das müssen wir demnächst öfters machen, um zu leveln. Ja, 42.000 Erfahrung. Wie viel Erfahrung brauchen wir denn eigentlich? Sieht man das irgendwo? Ja. Oh, das sind... ist einiges. Es werden vielleicht 8 Eroberungsschlachten. Wir können ja schon mal gucken, wo wir als nächstes hinwollen. Ich meine, so viele Eroberungsschlachten haben wir nicht offen.
Oh, hier oben haben wir nichts. Da haben wir keinen Aussichtsturm. Uns gut, was dämlich ist. Anscheinend haben wir gerade keine Möglichkeit. Ist natürlich auch gut. Dann müssen wir uns anderweitig was finden. Vielleicht markieren wir uns mal die Quest so als Ansichtspunkt für die nächste Folge. Und dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne eine positive Bewertung da oder auch einen netten Kommentar oder Verbesserungsvorschläge. Würde mich auf jeden Fall alles freuen. Schaltet auch gerne wieder beim nächsten Mal ein. Es würde mich auch freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alistair. Ciao.